So. Jetzt schauen wir uns mal den Computer an, oder? Ist das eine E-Mail vom Principal at Blackwell? Chloe did act a little strange when I asked her about school earlier. Ach so, meinst du, wir schnüffeln jetzt rum und finden was raus, was Chloe uns nicht sagen will? Ist zwar nicht in Ordnung, aber... Ach komm, gehört dazu. Zumindest im Spiel. Ich meine, es hat uns ja noch nie aufgehalten. The principal at Blackwell wants to meet with Chloe's parents. I wonder what about. Moment, ich schalte mal auf Deutsch um. Termin diese Woche. Hallo, Mr. und Mrs. Price. Ich möchte damit beginnen zu sagen, dass wir uns freuen, Chloe in Blackwell zu haben. Bitte seien Sie versichert, dass Ihr Stipendium zu diesem Zeitpunkt nicht in Gefahr ist. Allerdings scheint es, als habe Chloe Probleme damit, sich an ihre neue Umgebung mit größeren Herausforderungen zu gewöhnen. Ich schreibe Ihnen, damit wir einen Termin vereinbaren können, um uns über einen Vorfall in der letzten Woche zu unterhalten. Ich mache mir große Sorgen um Chloes Verhalten und würde gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, um es so schnell wie möglich zu korrigieren. Ich bin mir sicher, Ihnen liegt genauso viel an Chloes Erfolg wie uns. Die Zukunft braucht Exzellenz. Mit freundlichen Grüßen, Ray Wells. Okay, was wollte ich? Das Verhalten korrigieren klingt irgendwie so, weiß ich nicht. Aber gut, Erziehung ist es ja letzten Endes auch, ne? Das ist ja doch die Aufgabe einer Schule. Aber ja, ich habe tatsächlich immer das Gefühl gehabt, dass Chloe damals noch relativ vernünftig wäre, aber dem ist offensichtlich nicht so. Sie war schon immer verrückt. Aber gut, das ein bisschen Verrücktheit, gut, klar. Die hätte ich ihr nicht abgesprochen. Aber dass ich hätte halt vermutet, dass sie halt solange William noch da ist, etwas, wie soll ich sagen, sozusagen Blödsinn macht, ja, aber nicht gegen Regeln, also gegen so offizielle, weißt du, sozusagen, dass sie nach außen trägt. Klar, wenn man verrückt ist, dann macht man halt verrückte Dinge. Habe ich nicht in Frage gestellt. Und Chloe ist verrückt, das wissen wir doch. Did Chloe get into a fight? She never gets in trouble. I'm glad her dad stood up for her. Guck mal, das hätte ich zum Beispiel nicht vermutet, aber okay. Aber irgend sowas muss es ja sein, was hier vor sich geht. So. So, das ist jetzt... Von William an Direktor Wells. Ray, der sagt Ray, interessant. Die kennen sich? Chloe war nicht die einzige Schülerin, die sich an diesem Tag falsch verhalten hat. Und wenn sie mich fragen, ist Marissa Rogers nicht das Opfer, sondern diejenige, die sich des Mobbings schuldig gemacht hat. Die sich des Mobbings schuldig gemacht hat, oder was? Ach, okay. Warte mal. Vielleicht wäre ihre Schule eine Umgebung mit weniger großen Herausforderungen für ihre Schüler, wenn beide Seiten angehört würden, vor jemandem die Schuld zugeschoben wird. Kümmern Sie sich um Ihre Schule. Ich kümmere mich um meine Tochter. Ah, alles klar. William will die Aufgabe der Erziehung lieber selbst übernehmen. Ja gut, das Gefühl kennen wir aber auch schon, dass sich um bestimmte Leute gekümmert wird, sozusagen. Aber was ich interessant finde, Moment. Ich frage mich jetzt, ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll, dass er ihn jetzt mit Ray anspricht. Ist das jetzt so eine Sache von, dass sie sich kennen, sozusagen? Dass man deswegen den Vornamen nimmt? Oder ist das in den USA so, dass man da auch in diesen offiziellen Beziehungen, wie zum Beispiel Schuldirektor und Vater von einer Schülerin, dass man da auch selbst auch dort den Vornamen benutzt. Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie ich das interpretieren soll. Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Achso, und du meinst jetzt, wir können dem jetzt hier hinterher spionieren in dem ganzen, der ganzen Angelegenheit. Naja, gut, das passt zunächst. Nachricht für dich auf dem Anrufbeantworter. Okay, was haben wir denn? Moment. Jetzt, dann nehme ich an von William an Joyce oder was?
Diese Art Leute sind der Grund, warum ich Chloe nicht in Blackwell haben wollte. Wir klären das, versprochen. Ich liebe dich auch. Ach nee, unten ist die ursprüngliche Nachricht, ne? Ach genau. Unten geht's los eigentlich. Nachricht für dich auf dem Anrufbeantworter. Von Joyce Price an William, dann nehme ich an, ne? Genau. Ich hatte vergessen, es zu erwähnen. Mrs. Rogers rief an, während wir gestern weg waren, und hinterließ eine Nachricht. Sie ist noch auf dem Anrufbeantworter, aber sei bitte vorsichtig, wenn du sie dir anhörst. Ich möchte nicht, dass Chloe es mit anhört. Wir müssen rausfinden, was wir jetzt machen. Ich weiß, der Direktor sagte, ihr Stipendium ist nicht in Gefahr, aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Ich liebe dich. Genau, diese Art Leute sind der Grund, warum ich Chloe nicht im Deckel haben wollte. Wir klären das, versprochen. Ich liebe dich auch. Okay. Steht hier irgendwas vom Datum? Weil das fände ich halt tatsächlich ganz interessant, weil das muss hier... Das ist dann vielleicht... Hoppala. Ganz frisch. Weiß ich nicht. Und dann kann man vielleicht mal so ein bisschen... Ist die Frage, wie aktuell das ist und welches Datum wir haben. Das würde mich auch interessieren und alles. Naja. Aaron, den kennen wir doch auch noch, ne? Der wurde zumindest kennen wir einen Brief von ihm. Meine ich doch. Moment. Von William an Aaron Price. Danke für den... Was? Danke für den Hochdruckreiniger. Hi, Aaron. Ich habe heute endlich deinen Hochdruckreiniger ausprobiert und wollte nur nochmal Danke sagen, dass du ihn mir leihst. Er wirkt Wunder. Es ist zwar nicht unser Traumhaus, aber jetzt kann es immerhin die richtige Farbe haben. Falls du nächstes Wochenende vorbeikommen möchtest, um mir zu helfen, ist ein kaltes Bier für dich drin. Ruf mich an. Ich hoffe, auf der Arbeit läuft alles gut. Sag Linda Hallo von mir. William. Okay. Ja, da geht es dann bestimmt um das blau Anstreichen des Hauses, was da noch kommen sollte, ne? Womit angefangen wurde, aber was dann nicht zu Ende gemacht wurde. Vielleicht können wir ihn bei der Arbeit sehen, William. Das könnte ich mir gut vorstellen. Abgesehen davon würde mich noch eine ganz andere Sache interessieren. Ob, wie das halt, wenn der Moment, der entscheidende Moment passiert, sozusagen. Ob man dann irgendeinen Einfluss spürt, sozusagen, von dem, was bei Life is Strange passiert. Wenn du verstehst, was ich meine. Würde mich mal interessieren, wie das dann da dargestellt wird. Wenn das noch kommt, wenn ich vermute stark, dass das kommen wird. Nach allem, was ich weiß. Ne? Ach so, das ist auf der anderen Seite. Gut, jetzt geht es darum, auf den Dachboden zu kommen. Ich habe mich ja umgesehen. Ich glaube, ich habe alles gesehen. Vermute ich einfach mal. Von daher... Ja, dachte ich mir schon. Das ist ja das Einzige, was noch übrig bleibt. Von daher, auf geht's. Da öffne mal die Tür, die ich noch nie geöffnet habe, die ich noch nie offen gesehen habe. Ich bin gespannt. Die kenne ich schon so lange, diese Tür, aber ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Jetzt weiß ich, es ist eine Besenkammer und der Zugang zum Dachboden. Aber, ja. Mal schauen, was wir sehen werden. The entrance to the dark cavern is in there. Bluebeard's chosen hiding place for the mysterious amulet. Natürlich ist das nicht die Besenkammer, sondern der Eingang zur dunklen Höhle. Natürlich, auf in die dunkle Höhle. Als ich auf der Karte was von der dunklen Höhle gesehen habe, hätte ich eher an was unten gedacht. Aber ich denke mal, ja, dass es hier keinen Keller gibt, das kann ich mir denken. Ich glaube, es ist allgemein so nicht so eine, nicht so, 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 so normal, oder? In Amerika glaube ich, dass es Keller gibt. Von daher ist der Dachboden wahrscheinlich eher so der Ort,
wo es dunkel ist, als der Keller. Weil der Keller wahrscheinlich gar nicht so, weil es gar nicht so viele Keller gibt, glaube ich, in Amerika. Ist so eine Vermutung, ich war noch nie dort und so, aber ja, ist so eine Vermutung. Ja, die Kiste, sonst ist hier ja nichts. Also, was für eine Frage. Oder soll ich hier noch Sachen von draußen holen? Seems like Chloe's dad always has a project around the house. Die Kiste kann man nicht nehmen. Wobei man sich da bestimmt auch gut draufstellen könnte, sie scheint stabil zu sein. Aber egal. Nehmen wir die Kiste. Maybe this will make me tall enough to reach. Ja, ist sonst nichts. Gut, nehmen wir die. It's a start. I gotta find something I can stack on top. Also nehmen wir vielleicht doch die Werkzeugkiste. War meine Vermutung vielleicht richtig? Nee, doch nicht. Müssen wir was anderes nehmen? Was kann man denn sonst noch nehmen? Hier scheint nicht zu sein. Da können wir wieder zurück. In Chloes Zimmer? Nö, nö, anscheinend nicht. Okay. Hoppla. Ich komme ab und zu ans Mikro, merke ich. Aber okay. Das Bild hilft uns wahrscheinlich auch nicht weiter. Bestimmt ist es hier irgendwo was. Aber was? Der Computer. Der Computerbildschirm, der ist so massiv. Da kann man sich auch draufstellen. Das ging damals noch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nein, natürlich ist der Computer bestimmt nicht gemeint. Den müssen wir erst ausstöpseln und danach wieder einstöpseln. Und dann beim Draufsteigen ihn kaputt machen oder so. Na egal. So. This won't be big enough for me to reach, but maybe I can stack things on top of it. Ach so, das heißt, wir nehmen gar nicht die Kiste oder was? Also nehmen vielleicht doch die Werkzeugkiste. Also stapeln, ne? Ich mach mal stapeln. Almost there. Just need a few more inches. Okay, ich weiß nicht, ob das so stabil ist, weißt du? Das ist so eine Kunststoffkiste. Wenn das Gewicht nicht vernünftig verteilt ist, drückt das halt genau auf diese dünnen Streben. Und das kann ich mir vorstellen, dass das Ding dann einbricht oder so. Weiß ich nicht. Könnte ich mir halt vorstellen. Weil ich glaube nicht, dass die Kiste für solche punktuelle Belastungen durch die Füße von diesem Hocker gedacht ist, wo dann halt nochmal zig Kilo drauf kommen von Max, die da halt draufsteigt. Aber okay. Also reicht das noch nicht, oder was? Hast du noch gar nicht ausprobiert, ob es reicht. Aber gut. Vielleicht kommt jetzt die Werkzeugkiste. Ha! Irgendwann kommt sie noch. Seems like Chloe's dad always has a project around the house. Ne, wir nehmen doch nicht die Werkzeugkiste. Schade, ich will die Werkzeugkiste nehmen. Aber die wäre auch ganz schön schwer, ne? Aber hier ist sonst nichts. Müssen wir nochmal da reinschauen. Nehmen wir doch den Computermonitor, komm. Das wär's doch. Oder wir nehmen Bücher. Bücher? Warum nicht? Moment, ich schaue mir erst noch um, ob es theoretisch andere Möglichkeiten geben würde. Das interessiert mich halt. Okay, das klingt so danach, als wäre es die einzige Möglichkeit, wenn sie das jetzt so als eindeutigen Hinweis nimmt. Da scheint es uns nicht zu sein, was man nehmen kann. Nee. Na gut, dann nehmen wir die Bücher. Gut. Lass ich gar nicht mit dir diskutieren. Wenn das so ist, dann machen wir es einfach. Probably reach the attic. Dann auf geht's. Bücher sind aber auch ganz schön schwer. Immer mit diesem Fokus auf das Bild, wenn sie da vorbeiläuft. I think that should be tall enough.
Jetzt frage ich mich, ob die Kiste das aushält. Aber guck mal, das steht so schräg da drauf, da drückt doch der Fuß von dem Hocker ganz genau auf so eine dünne Kunststoffstrebe. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht gut ausgeht. Das ist so meine Befürchtung, die ich da habe, aber vielleicht bin ich einfach nur zu erwachsen, um mir halt um alles Sorgen zu machen, was Max in dem Alter vielleicht noch nicht macht. Vielleicht zu Recht. Aber hier geht es auch um Risiko. Sie ist sich also auch nicht hundertprozentig sicher. Anscheinend. Aber gut. Vielleicht mache ich mir zu Recht Sorgen, vielleicht auch nicht. Machen wir mal. There is a ton of stuff up here. How will I ever... There it is. Of course Chloe hid the amulet in the hardest place to get to. I need to find a way through. Wie kommen wir denn da überhaupt hin? Man kann ein Foto machen? Wird es dann da angezeigt? Ach, guck mal hier. Notiz von Chloe und Max. Das Amulett holen. Ach, ist interessant. Ich vermute, dass das Bild dann hier angezeigt wird. Moment, ich mach das Foto mal. Moment. The amulet looks kinda cool from the side. Es dreht sich, oder? Oder ist das nur so... Oder, nee, es dreht sich. Wieso sollte sich das drehen? Es ist nur dieser Rahmen, dieser... ne. Dieser gekritzelte Rahmen darum, der hat es für mich so wirken lassen. Also, wenn sich das dreht, dann müsste jemand da sein, oder? Oder ein Windstoß. Ach egal, nicht so wichtig. Das dreht sich ja nicht. Sieht aber schon cool aus. Was ist das? Haben die das gemacht? Werden wir bestimmt gleich sehen. Vorher schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Stehen Kisten? Moment. Ist das Angelzeug oder was? Nee, keine Ahnung. Was sind das hier überhaupt? Sind das Schränke? Sind das Kisten? Aus wie so eine... This armchair is totally in the way. Was? Ich habe da noch gar nicht hingeguckt. Boah, ist auch ganz schön eng hier. Man kann kaum sich umgucken, ne? Ist wirklich ganz schön beklemmend hier, dass auch die Kamera so unbeweglich ist hier in der Ecke. Ah, sieht schon cool aus, ey. Wahnsinn. Aber ich stelle fest, man hätte hier mal ruhig ein bisschen die Spinnweben entfernen können, nicht wahr? Ich meine, kein Wunder, dass das Amulett noch da ist. Sonst wären die, also, bei den Spinnweben. Egal. Können wir so hinlaufen? Nee, kann es nicht so hinkriegen. Oder doch so ungefähr. So. Ja. Okay, ich dachte, so kriegt Max in die Haare. Aber doch nicht. Naja, was ist das? Three Till. Das heißt. Moment. No Sharpie Boob Jobs. Disappointing. Ach so. Wow, danke für den Hinweis. Hier geht's wieder nach unten. Guck mal, auf den Boden habe ich noch gar nicht geguckt. Deswegen geht es hier auch nicht weiter. So. Na, wie kommt man hier nicht vorbei? So. Die Krippe, nicht zu verwechseln mit der Krankheit, die mit G geschrieben wird. Aber guck mal hier, was mir gleich aufgefallen ist. Da steht Chloe drauf. Guck mal. Aber gut, wessen Bett soll das auch sonst sein? Wobei, es könnte auch... Wenn es ein bisschen älter ist, könntest du euch auch das ein Bett von Joyce oder von William sein, ne?
Also, weißt du, dass die das bis dahin aufgehoben haben oder so. Das kann ja auch sein. Aber auf jeden Fall, also hätten sie Chloe hinterher draufgeschrieben, wenn das so wäre. Aber es steht schon eine Weile hier. Naja, egal. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Her parents couldn't part with this. I guess I see where Chloe gets her sentimentality.